Meine Kollegen in der Ron-Sportredaktion fanden es irgendwie total super, mal die Sportart Turmspringen auszuprobieren, bloß selber machen. Das wollten sie nicht, deshalb haben sie mich, den armen Studenten, vorgeschickt und ich muss mich hier jetzt mal in die Tiefe stürzen. Deshalb würde ich auch sagen, verlieren wir keine Zeit, legen wir sofort los. Die Sprungtürme kennt unser Reporter Tobias bislang nur von Arschbombenwettbewerben unter Freunden. Von Turmspringen als Sportart versteht er nichts. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was mich hier heute erwartet, und ungeübt bin ich obendrein auch noch. Zum Glück habe ich mir professionelle Hilfe geholt. Uwe Weiß ist bei mir, ist Turmspringtrainer. Uwe, was haben wir heute vor? Also wir werden heute versuchen, dich vom 10 Meter runter zu lotsen, und zwar nicht in irgendeiner chaotischen Form, die irgendwelche Risiken in sich hat, sondern gezielt, kontrolliert mit Körperspannung einen sauberen Fußsprung. Für diese große Aufgabe hat sich Tobias sogar extra in Schale geworfen. So, jetzt noch eine schöne kalte Dusche und dann können wir loslegen. Und dann folgt der Blick auf den riesigen Sprungturm. Wird er das schaffen? Ohne Verletzung? Bestimmt. Mit der richtigen Technik, so wie hier, bezwingt er das 10 Meter Ungeheuer sicher. Körperspannung, Kopf bleibt immer gerade. Wir gucken also nicht nach unten, wir gucken nicht nach oben, nicht nach rechts und nicht nach links, sondern immer gerade gucken. Und der Oberkörper bleibt immer gerade. Dann gehen die Füße so leicht in die Knie, ja, und dann springen wir gerade so nach oben und nehmen kurz bevor wir ins Wasser kommen, einfach die Arme hier hin. Kopf bleibt gerade. Klingt doch gar nicht mal so schwer. Ist es aber. Tobias droht schon beim 1-Meter-Brett zu scheitern. Wir nehmen nicht die Arme so vorne runter, da kann man keinen Schwung holen, sondern wir nehmen die Knie runter und die Arme holen von hinten Schwung und man springt so nach oben. Also nochmal von vorne. Klappt schon besser und unser Reporter hat Blut geleckt. Uwe, vom Einser habe ich jetzt ein bisschen Erfahrung. Sollen wir schon mal hoch auf den Dreier? Ja, jetzt können wir auf den 3 Meter gehen. Wichtig ist, Grundstellung erstmal einnehmen vor dem Absprung. Das ist die Konzentration und dann wird auch der Sprung was. So langsam läuft es bei Tobias. Vom 3- und 5-Meter-Turm sieht das Ganze schon recht souverän aus. Auch die 7,5 Meter meistert er nach ein bisschen Übung. Doch Übungsleiter Uwe Weiß hat gut. Noch nicht genug gesehen. Der Sprung ist sicher, deswegen jetzt schlage ich vor 10 Meter. Das große Finale. Also ich habe hier heute einiges gelernt. Zum einen ein olympischer Turmspringer, das werde ich nicht mehr. Aber ich habe hier sehr viel mitgenommen, sehr viele tolle Erfahrungen gesammelt und weiß jetzt auch, wie ich mich beim Turmspringen nicht verletze. Und an meine Kollegen aus der Ron-Sportredaktion, ihr seid selbst schuld, dass ihr euch das habt entgehen lassen. Geschafft. Zugegeben, ein bisschen Bammel hatte Tobias doch vor dem Absprung, aber er ist halt ein echter Kerl. Und mal ehrlich, in der B-Note macht ihm so schnell wirklich niemand was vor.